Mehrere Institute der RWTH bilden seit einiger Zeit einen Exzellenzcluster im Bereich der Produktionstechnologie, dessen Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft jetzt offiziell beschlossen wurde. Genau betitelt heißt das Projekt Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer. Wir sprachen mit Herrn Dr. Possel-Dölken, dem Geschäftsführer des Exzellenzclusters. Mindestens so wichtig wie der Inhalt des Projekts war für uns die Frage, was ein Exzellenzcluster eigentlich ist. Ja, also ein Exzellenzcluster ist ein großes Forschungsprojekt, was angesiedelt ist im Bereich der Grundlagenforschung. Es umfasst in der Regel eine ganze Reihe an Forschungsinstituten. In unserem Fall sind es 18 Professoren, die hier zusammenarbeiten mit einigen Firmen, die noch dazukommen. Und man hat eigentlich eine relativ große Freiheit, indem man eigentlich sich die Forschungsfragen, auch die Forschungsthemen sehr frei gestalten kann, also wenig Auflagen seitens der Geldgeber und kann sich dementsprechend sehr intensiv mit ausgewählten Fragestellungen beschäftigen. Bei Produktion und industrieller Fertigung denkt man ja eher an Billiglohnländer wie China. Mit welcher Motivation betreibt man dieses Projekt jetzt für Deutschland? Die grundsätzliche Frage, die wir uns stellen müssen in Ländern wie in Deutschland oder in Europa, ist natürlich die Fragestellung der Wohlstandssicherung. Und die Wohlstandssicherung bei uns ist eben sehr eng verknüpft an die eigentliche Wertschöpfung. Wertschöpfung im Sinne der industriellen Produktion und allem, was da dran hängt. Wir erleben ja derzeit in der allgemeinen Diskussion, dass im Endeffekt für das Deutschlandmodell aufgrund des Rückgangs der Produktion, auch aufgrund der Schwierigkeiten, denen sich die Produktion hier am Standort Deutschland gegenüber sieht, vermehrt der Theorie, dass im Endeffekt Produktion oder Wertschöpfung durch Dienstleistungen ersetzt werden kann, durch Dienstleistungen in allgemeinen Sektoren oder auch durch Dienstleistungen im industriellen Bereich. Es sind in dem Bereich in den letzten Jahren verschiedene Studien durchgeführt worden, die haben jedoch leider gezeigt, dass mit dem Weggang der eigentlichen Wertschöpfung, also der Produktion, auch die Dienstleistung abwandert und genauso auch Forschung und Entwicklung abwandert. Deswegen ist im Endeffekt der Verzicht auf Wertschöpfung, auf Produktion in einem Hochlohnland im Endeffekt nur das Anfang vom Ende. Das heißt, es ist in dem Sinne nicht akzeptabel, letztlich Produktion zu verlagern, nachhaltig zu verlagern, sondern man muss aktiv darüber nachdenken, was man tun kann, um Produktion hier zu halten. Die Frage, wie man Produktion in einem Hochlohnland halten kann, wird in der Politik und der Wissenschaftsforschung oft adressiert. Hier werden auch die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft abgesteckt, die oft nicht allzu positiv sind. Das heißt, es stellt sich letztlich für die Frage, was kann ich eigentlich selber tun, trotz dieser Rahmenbedingungen, um weiterhin in Hochlohnländern wirtschaftlich zu produzieren. Und das ist eben der Ansatz, auf den wir uns hier im Exzellenzcluster fokussieren. Das heißt, wir gucken uns an, wie muss man sich organisieren, was sind eigentlich die Schlüsseltechnologien, auf die man setzen muss, welche Teile einer komplexen Produktionsprozesskette sollte man hier in Deutschland betreiben, welche Teile kann man eben aus Unternehmenssicht, aber auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ruhig in Niedriglohnländern verlagern. Und was gibt es noch drumherum, was im Endeffekt dieses Gefüge Produktion dann nachhaltig wettbewerbsfähig macht? In dem Zusammenhang spielt es natürlich auch eine Rolle, darüber nachzudenken, was man tun kann gegen Plagiate, gegen das Kopieren von Systemen. Weil letztlich, wenn wir hier eine Maschine entwickeln, ist die genauso gut in Indien, China oder Osteuropa einsetzbar. Die Frage ist also, was in meinem Unternehmen ist nachher nicht so ohne weiteres kopierbar? Und wenn es nicht kopierbar ist, ist es in dem Sinne auch nicht verlagerungsfähig.